Ja, es ist Sonntag, der 29. Januar 2017. Herzlich willkommen zu Huskies TV zum großen Derby. Die Kassel Huskies, Tabellenplatz 3 gegen die Löwen Frankfurt, Tabellenplatz 2. Es geht jetzt in die heiße Phase. Es wird gekämpft um jeden Puck, um jeden Punkt. Wir wünschen Ihnen jetzt viel Spaß mit den Highlights. In der mit über 5200 Zuschauern gefüllten Eissporthalle empfingen die Kassel Huskies am Sonntagabend ihren großen Rivalen aus Frankfurt. Die Huskies mussten dabei auf die langzeitverletzten Seftel, Heinrich sowie Lehikonen, Weitschisk, Lambacher als überzählige Ausländer bzw. Ü23-Spieler verzichten. Bei den Löwen fehlte unterdessen Proske, Ratitschisk, McLeod, Rinke, Leithans und Reimer. Zudem gab Adriano Gaggiola, der im Tausch mit Schlager an die Fulda zurückkehrte, sein Heimdebüt im Huskies-Trikot. Die zahlreich angereisten Löwenfans mussten gleich in der ersten Minute eine Strafe gegen Richard Müller hinnehmen. Das anschließende Powerplay konnten die Hausherren trotz guter Chancen von Hanusch und Downing jedoch nicht nutzen. In der vierten Spielminute tauchte Clark Breitkreuz frei vor Markus Keller auf, jedoch versprang ihm bei der Annahme die Scheibe. Eine Minute später ließ Jack Downing die heimischen Zuschauer das erste Mal jubeln, als er nach Zuspiel von Hanusch am langen Pfosten nur noch zum 1:0 einschieben musste. Am Ende einer Unterzahl legte sich der Kapitän der Huskies Manuel Klinge jedoch den Puck zu weit vor und Adriano Gaggiola scheiterte an Jäger. Nach gut 10 Minuten war Markus Keller in eigener Unterzahl zur Stelle und Stefan verfehlte per Rückhand knapp das Ziel. Auf der Gegenseite machten die Huskies es besser. Jens Meyer zog von der blauen Linie krachend ab und traf zum 2:0. Als noch rund 1,5 Minuten im ersten Drittel zu spielen waren, bejubelten die Gäste den vermeintlichen Anschluss. Das Tor wurde jedoch nach kurzer Beratung der Unparteiischen nicht gegeben, da das Spiel bereits abgepfiffen war. Zu Beginn des Mittelabschnittes konnte keines der Teams dem Spiel seinen Stempel aufdrücken, wobei Frankfurt mit Stretch in der 23. und Tomasoni 2 Minuten später noch die besseren Möglichkeiten hatten, während bei Kassel die Angriffe eher der Entlastung dienten. Nachdem McKenzie und Tungeregger in Überzahl ihre Chancen ausließen, die Führung auszubauen, machte Jared es in der 29. Minute besser und schloss eine 3-auf-1-Situation erfolgreich zum 2:1-Anschluss ab. Von diesem Treffer beflügelt, legte Gavlik im Powerplay nach, indem er den Puck zum Ausgleich unter die Latte nagelte und Keller keine Chance ließ. In einer hitzigen Schlussphase konnte keiner der beiden Mannschaften noch richtig Torgefahr entfachen. Kassel kassierte noch 2 Strafzeiten, sodass die Gäste mit 2 Mann mehr in das Schlussdrittel starteten. Doch die Fulda-Städter überstanden diese Phase auch dank eines gut reagierenden Markus Keller. In einer Begegnung, die immer zerfahrener wurde, waren es nun wieder die Huskies, die sich mit mehr Druck durch Marginio in der 43. und Manuel Klinge in der 47. Minute klare Chancen erspielten. Auf der anderen Seite vergaben Pistilli und Clark Breitkreuz 2 gute Gelegenheiten, um die Löwen in Führung zu bringen.
In der 51. Minute nutzten die Frankfurter erneut ein Powerplay, als Keller ein durch Clark Breitkreuz abgefälschter Gablik-Schlagschuss durch die Hosenträger rutschte und der Puck zum 2:3 über die Linie trudelte. Die Huskies gaben das Spiel noch nicht verloren und kamen durch Braden Primm in der 53. und Hungerecker eine Minute später zu durchaus guten Gelegenheiten, das Spiel auszugleichen. Das Powerplay, in dem die Löwen zweimal trafen, machte jedoch an diesem Abend den entscheidenden Unterschied, sodass Frankfurt nicht unverdient den ersten Saisonsieg über die Kassel Huskies einfuhr. Ja, das waren die Highlights vom heutigen Derby gegen die Löwen Frankfurt. Und ich begrüße jetzt Adriano Cacciola. Herzlich willkommen zurück in Kassel. Leider mit einer Niederlage heute im Derby gegen die Löwen. Das Spiel aus deiner Sicht? Ja, erstmal danke. Schön wieder hier zu sein. Heute das Spiel, ja, im ersten Drittel haben wir super angefangen. Dann im zweiten waren die halt ein bisschen stärker. Und ja, im dritten Drittel war halt dann Pari-Pari. Und ja, leider verloren. Hätten wir eigentlich gewinnen können. Ja, und jetzt geht es weiter gegen den ESV Kaufbeuren am Freitag. Ich denke mal, Heimspiel und 3 Punkte. Ja, das denke ich auch. Ja, also man darf halt nicht jede Mannschaft unterschätzen. Müsste eigentlich 3 Punkte sein, auf jeden Fall. Ja, Adriano, vielen Dank und viele Tore jetzt wieder im Husky-Trikot. Danke, werde ich versuchen. Ja. Ja, und weiter geht's mit unseren Huskies am Freitag, den 3. Februar um 19.30 Uhr gegen einen direkten Mitkonkurrenten um die Playoffs, den ESV Kaufbeuren. Wie immer auch live bei Spray TV. Wir sagen Danke für Sie aus der Eissporthalle, Sven Breiter, Huskies TV.